Was spielen wir jetzt, wo Deadly Premonition vorbei ist? Genau, das ist jetzt die Frage. Also, es gibt ja eigentlich immer den Wechsel einmal. Also eine Woche spiele ich am Dienstag die Spiele, die ich mir selber aussuche. Und die Woche drauf spiele ich das, für das die Patreons abgestimmt haben. In den letzten Tagen, in den letzten paar Wochen, habe ich allerdings Deadly Premonition am Stück durchgezogen. Das heißt, jetzt geht erstmal mit einer Offensive von Patreon-Streams weiter, von Patreon-gewählten Streams. Und da ist der aktuelle Stand immer noch, dass jeder Stream ein neues oder ein anderes, oder dass in den Streams zumindest neue Indie-Spiele gezeigt werden, die ich bisher noch nie irgendwo gezeigt habe. Und ich habe überlegt, ob ich eine neue Abstimmung machen soll, weil das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her. Da ich aber nächsten Monat jetzt eh schon mit Deadly Premonition 2 starten will, warten wir jetzt mit der neuen Patreon-Stream-Abstimmung. Das heißt, wir spielen jetzt die Wochen im Juli, im Juni. Nee, doch, stimmt schon. Ich habe da oben Juli hingeschrieben beim Spendenziel. Ah, Mist. Moment, ich habe da Juli geschrieben. Naja, ist ja egal. Auf jeden Fall spielen wir jetzt einfach irgendwelche Indie-Spiele, die ich noch nicht auf dem Kanal hatte. Teilweise, glaube ich, hatte ich die schon mal kurz in Random Drops, da bin ich mir teilweise gar nicht mehr sicher. Manche davon kenne ich selber noch nicht, habe ich mir noch nie angeguckt. Andere davon sind so Klassiker, die ich euch unbedingt mal zeigen will oder Spiele, die ich selber gerne mag. Und genau das machen wir jetzt heute. Das wird, glaube ich, ziemlich cool. Hoffe ich. Hi Ratze, hallo. Das ist jetzt der Plan soweit. Auf jeden Fall machen wir das heute. Ich muss nur schauen, weil ich habe gerade ein paar Stream-Probleme hier. Ich kriege immer wieder Fehlermeldungen. Ich hatte gerade noch einen Upload für YouTube im Browser. Jetzt ist der weg. Ich habe den abgebrochen, den Upload. Ich hoffe, dass jetzt der Stream flüssig läuft. Bis jetzt sieht es ganz gut aus eigentlich, oder? Ich bin trotzdem skeptisch. Aber schauen wir mal. Wird hoffentlich schon hinhauen. Na gut. Also, mit was starten wir denn? Ich habe mir, wie gesagt, ein paar coole Spiele rausgesucht und einige davon. Hey, hatten wir Ape Out schon mal? Habe ich das im letzten 24-Stunden-Stream gespielt? Da war ich so im Zombie-Modus. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Habe ich Ape Out schon mal vorgeführt? Wäre das eigentlich ziemlich cool und stylisch, aber ich weiß es nicht mehr. Wenn es irgendwie Probleme gibt mit dem Stream, sag mir bitte Bescheid. Wenn irgendwas hängt oder ruckelt oder nicht ganz funktioniert, vielleicht muss ich dann mal irgendwie neu starten oder so, weil ich kriege leider immer noch ab und zu Fehlermeldungen, dass Frames droppen. Aber ich habe keine Ahnung, ob das stimmt. Naja, ich ignoriere das jetzt einfach mal. Und wir fangen jetzt an mit, ich weiß es nicht, ich habe so viel zur Auswahl hier. Wisst ihr was, fangen wir an mit Bloodstained Ritual of the Night. Und ich habe mir jetzt überhaupt keine Gedanken gemacht, wie lang wir die Spiele spielen, in welcher Frequenz wir die auswechseln, abwechseln, durchwechseln. Das mache ich so lange, wie wir Bock haben, damit auch ein guter Eindruck von dem Spiel vermittelt wird, aber gleichzeitig will ich auch nicht irgendwie zu lange an einem Spiel hängen. Aber wenn es gerade Spaß macht, hey, dann ist ja wurscht. Im Grunde sind das die Random Drops in Stream-Format, was wir heute machen. Das werden dann auch im Grunde Random Drops auf dem YouTube-Kanal. Ich habe mich jetzt, wie ihr sehen könnt, rechtlich abgesichert mit Einblendungen. Ich habe jetzt Dauerwerbesendung hier stehen, Serviervorschlag, weil euer Spielerlebnis kann von meinem abweichen. Und alles, was ich sage, basiert auf einer wahren Begebenheit und muss nicht unbedingt zwingend genauso sein, wie ich es manchmal erzähle. Haben wir im letzten Stream etabliert. Alles, was ich sage, kann vor Gericht nicht mehr gegen mich verwendet werden. Alles ist nur ein Serviervorschlag, der auf einer wahren Begebenheit beruht. Das ist alles. So, Bloodstained, Ritual of the Night. Ich muss mal schnell das Spiel auf meinen Kopfhörern leiser machen. Moment. Der Original Castlevania-Macher. Hi Metatron, hallo. Ich muss, glaube ich, ein bisschen leiser machen, das Spiel auch bei euch, oder? Der Original Castlevania-Macher hat ja Konami verlassen und hat schon lange nicht mehr an den Castlevania-Spielen mitgearbeitet. Hat aber quasi
das Metroidvania-Genre im Grunde mitbegründet und sehr stark geformt mit seinen Castlevania-Spielen. Gerade so in der DS- und 3DS-Ära hat sich da so eine die typische Metroidvania-Formel so richtig etabliert. Und Bloodstained ist jetzt mit seinem eigenen Studio quasi sein eigenes Projekt, ohne Castlevania-Lizenz, aber ganz eindeutig Castlevania. Und das spielen wir jetzt. Wait, du erzählst nicht immer die Wahrheit. Ich versuche es, nach bestem Wissen und Gewissen. Nee, ich habe doch beim letzten Mal wegen dieser USK-Geschichte, habe ich doch erzählt und ich war mir aber nicht mehr sicher und habe dann gesagt, und das war glaube ich so und das war irgendwie so. Und dann sind wir auf die Geschichte gekommen, dass das, was ich gerade erzählt habe, nur auf einer wahren Begebenheit basiert. Ich erhebe keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Aber so ungefähr wird es wohl gewesen sein, wie ich das erzählt habe. Deswegen steht das da. Und das ist ein Serviervorschlag, wo sind dann die computereingefügten Tomaten? Ja, das ist immer super, oder? Wenn dann, teilweise ist es echt lustig, wenn dann zum Beispiel bei Tomatenketchup Bilder von Tomaten drauf sind und dann steht da irgendwie dann ein Bild von echten Tomaten drauf und dann steht da Serviervorschlag. So soll man das Tomatenketchup also benutzen. Man soll wieder ganze Tomaten draus formen. Okay. Metatron, Dankeschön. Yay. 24 Stunden Stream Win. Yay. Cool. Das ging so schnell diesen Monat. 1000 Euro Spenden zusammengesammelt. Der 24-Stunden-Stream steht, ist gebucht. Anfang nächsten Monat, Anfang Juli dann wahrscheinlich wieder. Mal schauen, vielleicht bringe ich das auch wieder mit dem Release von irgendeinem Spiel, auf das ich mich freue, in Verbindung, weil da immer gut Zeit drauf geht. Ja, voll cool, Leute. Voll cool. Dankeschön an alle, die mitgespendet haben. Auch an alle, die letzten Monat Bits und Abos verschenkt haben, weil immer vom Vormonat quasi die auch zum aktuellen Spendenstand dazu gerechnet werden. Das ist natürlich cool. Diese Serviervorschläge auf Lebensmittel sind schon weird, ja, aber wirklich. Der Deadly Premonition 2 Marathon. Das ist gar keine so blöde Idee. Könnte man mit Deadly Premonition verbinden. Vielleicht nicht gleich 24 Stunden, weil mir kann ein Spiel, glaube ich, so gut gefallen, wie es will. 24 Stunden sind immer krass. Civilization. Ich glaube, Civilization mag vielleicht das die einzige Spielreihe sein, mit der ich früher schon öfter mal freiwillig 24 Stunden am Stück verbracht habe. Aber ja. Aber so, ne, mal so 8, 9, 10 Stunden reinspielen am Stück, das wäre schon drin. Das ist eine gute Idee, Metatron. Merke ich mir mal. Hi, Nadi, hallo. Hi, Cludo. Kam der Raid an? Ich habe es leider nicht gesehen. Wir hatten gerade 24 Stunden Feuerwerk an. Das täte... Aber nee, mir wird auch nicht angezeigt irgendwie mit dem Raid. Naja, keine Ahnung, komisch. Auf jeden Fall, hi und danke fürs Raiden. Auch wenn es manchmal ein bisschen spinnt. So, jetzt starten wir mal. Wie gesagt, wir spielen nur ein bisschen rein, nur damit man einen schönen Überblick von dem Spiel kriegt oder ein schönes Bild von dem Spiel kriegt. Und dann gehen wir weiter zum nächsten Spiel. Aber das ist schon cool. Bloodstained ist schon gut. Ein gutes Metroidvania, das sehr stark Castlevania ist. was war noch? Genau, teilweise steht dann bei Cornflakes, wo so ein Comic-Frosch vorne drauf ist, der Comic, der gezeichnete Comic-Dinger ist, also wo selbst die Cornflakes gezeichnet sind, wo alles nur gezeichnet ist. Selbst da steht teilweise Serviervorschlag. Ja. Der Cludo, danke schön fürs Abonnieren. 7 Monate. 7 Stück. Hey, irgendwie stimmt gerade mein... keine Ahnung, meine Anzeige spinnt gerade. Egal. Mir wird gar nichts mehr angezeigt. Der Sprecher ist wieder sehr leise, ne? Fearing the rise of industrialism and abandonment by their wealthy patrons, had done the unthinkable to defend their existence. Through recondite arts, the alchemists had created shard binders, humans
transplanted with crystal that attuned them to demonic power. They sacrificed the Shadman. And in doing so, alle, die sich sonst noch mit Twitch auskennen, ich habe danach gleich mal eine Frage an euch. Aber jetzt haben wir kurz die Vorgrafik fertig. Countless innocents died. Auch wenn ihr den Sprecher nicht versteht. And though the church succeeded in vanquishing the Hell's End, a steep price had already been paid and collected. As for the Shardbinders, they were presumed to have all died in the sacrificial rite. However, two survived. Jibon, the boy for whom by some miracle the rite did not prove fatal. And Miriam, a girl who was spared the rite altogether on account of the strange slumber that took her just before it could begin. 10 years have passed, and mankind too soon forgets tragedy. Demons have returned, presaged by a great castle. And on this very hour, Miriam awakens. Upon learning Jibel is the architect of this new, blood-stained ritual, Miriam and the alchemist Johannes set forth for the accursed castle. Their galleon cuts through the water, lancing towards the inevitable. Meine Frage ist, wie kann man denn einen Stream restreamen? So dass quasi da, wo jetzt das Spiel läuft, ein Stream läuft. Weil am Donnerstag wird doch die PS4 revealed. Und das ist genau dann. Are you certain it was? Und das ist genau dann, wenn ich streamen würde. Jetzt habe ich mir gedacht, wir streamen bis 10, bis dann die PS5 revealed wird. Und dann würde ich gerne den Stream von dem Reveal übertragen. Aber ich weiß eben nicht genau, wie das funktioniert und ob das überhaupt so gut funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Weil ansonsten würde ich das so machen, dass ich den dann bei mir restreame, aber trotzdem hier sitze und dann kann man das im Chat gleich ein bisschen diskutieren und so weiter. Mein Plan B wäre ansonsten, dass ich einfach komplett den ganzen PS4-Stream restreame, richtig, ohne mich dann. Und ich bin nur im Chat mit dabei und wir können uns im Chat dann einfach unterhalten. Das wäre auch eine Option. Das würde ich dann auch machen, wenn ich es nicht hinkriege, dass ich quasi den Stream von denen in meinen Stream einbaue. Ne? Das wäre halt cool. Du könntest den ja auch schauen und live kommentieren. Genau, das ist genau der Plan. Wenn das geht, wenn ich wüsste, wie das geht, würde ich das machen. Ansonsten würde ich eben nur im Chat mit dabei sein und das auf meinen Kanal restreamen. Aber dann bin ich nicht live mit dabei. Also nicht hier, sondern nur im Chat. Das ist genau. Deswegen die Frage, wie das geht. Hallo, Werderhock. Wie geht's? So. It was Jebel's doing, Miriam. Hey, no mistake. So leise alle, oder? Einfach meinen Bildschirm streamen oder nicht? Also ich soll dann den Stream quasi einfach laufen lassen und dann meinen Bildschirm streamen. Irgendwie so könnte das könnte funktionieren, aber das ist so umständlich. Gibt es da kein Feature, in dem ich wirklich gezielt einen Twitch-Stream streamen kann? Das wäre doch viel besser. PS5 werde ich mir nicht holen können, kostet ja leider. Ja, mal schauen. Bin gespannt, wie da der Preis ist. Mir geht's auch ganz gut, danke. It's so hard to believe. I wouldn't even be alive if not for him. He's a good soul. I know. I know how you feel. But the facts are apparent. And the hell he endured 10 years ago would break the best of souls. Miriam, I want you to know that I'm sorry. What my brothers subjected you to, there's no forgiving it. It was their transgression, not yours. You always took care of us. Ich bin leider auch raus, wenn es um Stream-Sachen geht. Das ist ja das Problem. Ich krieg das hier, so wie es jetzt ist, einigermaßen zum Laufen. Aber das war's dann auch schon. Obviously, not enough.
Dann wärst du nicht zu hören. Naja, eben, genau. Das ist ja das. Aber gibt's nicht eine Möglichkeit, dass ich den Stream direkt bei mir weiter streame, also in meinen Stream einbauen kann? Einfach nur den Stream, ohne dass ich meinen Bildschirm irgendwie capturen muss und den dann wieder zurückstreame und sowas. Aber ja, okay. Well, anscheinend nicht let it go, dann. Johannes. We need to focus on the task ahead. If Jeeble is responsible for the summoning, then I have to stop him. I gave him my word. Das wäre eine Idee, hey. Das wäre eine Idee. Ich könnte die Twitch-App auf der PS4 oder so starten und könnte dann einfach die PS4 capturen. Ich muss mal schauen, wie das überhaupt rechtlich ist. Ich meine, im Endeffekt wird sich Sony nicht beschweren, dass ich Werbung mache, ne? Aber ich weiß es jetzt auch nicht. Es ist ja üblich, dass auf Twitch viele Streams so gecaptured und kommentiert werden live. E3-Shows und so weiter. Wie das jetzt mit der PS5-Premiere aussieht, das weiß ich halt leider nicht. Naja, mal schauen. Irgendwie werden wir das eben machen, dass am Donnerstag der Special-Stream nur bis 10 geht. Und wie gesagt, zur Not, wenn ich mir unsicher bin oder wenn alle Stricke reißen, dann werde ich das einfach restreamen. Und ich bin quasi dann im Chat mit dabei. Aber nicht direkt hier zum Kommentieren. Schauen wir einfach mal. Das sehen wir dann am Donnerstag. Jetzt bleiben wir mal hier bei Bloodstained. I ought to do it. He was my best friend. But I'm the only one who can. Hey. The Shard experiments prepared me for combat. Ich glaube, let them amount to something. Seit ich das Spiel das letzte Mal auf der Switch gespielt habe, und das war direkt nach Release, haben die das, glaube ich, aufgehübscht. Die Charaktermodelle sehen, glaube ich, besser aus jetzt. 10 whole years. What put me in that sleep? I wish I had the answer. Ja, ich weiß, Aldous, aber da ist es mir anders lieber, dass ich die PS4 capture oder sowas. Weil wenn ich meinen Browser capture, dann muss ich immer aufpassen, dass auch ich den Browser nicht versehentlich irgendwie schließe oder was anderes aufmache. Oder das finde ich immer, ich will nicht auf dem Arbeitsplatz, auf dem ich streame, auch das, was gestreamt wird, haben. Das finde ich immer blöd. Da habe ich nicht die volle Kontrolle. Hi Katka, hallo. Nee, eben. Nee, das meine ich nicht, Hawkeye. Wenn, dann restreame ich den PS5-Stream auf meinem Kanal, damit nur die Leute, die das auf meinem Kanal gucken, im gleichen Chat sind. Dann bin ich mit euch in einem geschlossenen Chat. Wir sind dann nicht alle in dem PS5-Sony-offiziellen Chat. Deswegen, das wäre nochmal ein Unterschied. Achso, der Let's Chill-Vorschlag. Sowas ist grundsätzlich eine gute Idee. Ich könnte mir auch so Flight Simulators grundsätzlich vorstellen. Wann kommt der Microsoft Flight Simulator? Das wäre auch eine ziemlich gute Idee zum Beispiel. Das wäre cool. All I know is the spell that stopped time for you was advanced, arcane. But by observing the ebb of the magic's hold on you, I was able to predict exactly when you would wake up. Oh, I see. We'll make landfall soon. You should get ready. I had the chest there, packed with essential equipment. Now would be a good time to put it on. Okay, ich muss mich jetzt erst wieder dran gewöhnen, weil in meinem Savegame hatte ich natürlich schon ganz andere Movement- und Bewegungsmöglichkeiten. Typisch für so Metroidvanias hat man jetzt am Anfang nicht viel. Ich glaube, ich muss das Spiel wieder viel leiser machen, ne? Okay. Na gut, jetzt können wir endlich mal spielen. Schuhe. Gehen wir mal ins Hauptmenü und rüsten mal die Schuhe aus, die wir gerade gefunden haben. Ah ja, wir hätten die Schuhe und wir hätten Messer. Machen gleich viel Schaden, kann man sich aussuchen. Ich glaube, die Schuhe sind cool, weil man damit kicken kann. Kicken ist cooler wie Dolchen, oder? Ich denke schon. Oh-oh. Scherbe. Eine kristallisierte Art Dämonenmacht. Normale Menschen können damit nicht umgehen. Beschwörungsscherbe. Drücke X, bla 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 bla. Ich weiß schon. Himmelblauer Platscher. Schließe einen springenden Ball aus Wasser auf Feinde.
So, das ist eben wirklich eine coole Mechanik, weil jeder Gegner im Spiel kann so eine Scherbe fallen lassen und diese Scherben bringen einem dann Fähigkeiten, die man ausrüsten kann, magische Fähigkeiten und so. Das kennen wir ja auch schon aus Castlevania-Teilen von früher, so oder so ähnlich. Mit Karten war das damals zum Beispiel. Ist auch hier im Spiel. I'd forgotten the way it felt. Like uninvited claws scraping across my bones. The demon's power was transmuted into that shard, which forcibly bonded to the crystal embedded in your body. Hi, Otis. The strength you gain from it is undeniable, but eventually, the crystal will devour you. I thought the procedure you discovered halted the corruption. It did, but that doesn't guarantee you'll be safe if you start absorbing shards in massive quantities. I know my body's limits better than anyone. And I'm going to need all the power I can get. Ich finde das in dem Spiel wirklich nervig, dass ich, obwohl das vertont ist, keinen Autoplay-Knopf einbauen kann, dass die einfach weiterreden, wenn sie fertig sind. Ich muss wirklich immer warten, bis die ausgeredet haben und dann A drücken. Oh, dann fällt mir der Controller aus der Hand. Und das ist blöd, weil manchmal drücke ich dann versehentlich zu früh, weil ich glaube, die haben ausgeredet. Und während ich drücke, höre ich dann noch, dass die noch einen Satz anfangen würden. Und ich denke mir so, nein! Oh Mann, ey, jetzt muss ich immer mitlesen, damit ich weiß, wann die mit dem Reden fertig sind. Und das macht dann irgendwie überhaupt keinen Sinn. Dann brauchen sie es gar nicht erst vertonen. If I run into trouble, you can help me. You've done it before. You'll do it again. Thanks for giving me a choice in the matter. Well, I won't let you down. Not just promise you won't push yourself. Schade war es gerade. Ich habe den schon wieder mitten im Satz weggeklickt, weil ich dachte, er ist fertig. Oh-oh. How did they get inside? The demons from the castle must have infested the ship. Then they can help me wake up these muscles of mine. I'll wipe the deck with them. Okay. Jetzt schaue ich gleich mal schnell in die Option, ob man irgendwie... Ich mach mal die Gesamtlautstärke auf 10, aber die Musik, die Umgebungsgeräusche und die Soundeffekte auf 5. Dann versteht man vielleicht auch was. Rüste ich mal schnell den Dolch aus. Die haben das Spiel, glaube ich, wirklich seit Release ordentlich aufgehübscht für die Switch. Ja, das Messer. Ja, nehmen wir mal das Messer. Ist ja wurscht. Ich glaube, momentan können wir... Ah, doch, doch, zurückspringen können wir schon. Okay, das ist gut zu wissen. Ah ja, ein Verbrauchsgegenstand. Ah ja, genau, Scherbe könnte ich auch mal schauen. Himmelblau Platscher ist schon ausgerüstet. Und hier könnten wir uns jetzt heilen, wenn es notwendig ist. Ich mach mal himmelblaue Platscher dann. This device responds to magic. Maybe I just need to hold my hand up to it. Ah, ich kann mich erinnern, genau. Okay. So viel Action! Soll ich mal runtergehen? Ich bleib mal oben. Oh oh, der sieht gefährlich aus. Level up! Oh, der ist schon tot. Nice. Rostiger Ring. Schauen wir mal, was der kann. Ob der was Cooles kann. Rostiger Ring. Verteidigung 1. Kann man nix falsch machen. Also das Schiff hier ist im Grunde das Tutorial. Ich lerne jetzt hier so, wie der Kampf grundsätzlich funktioniert. So Basic Movement Sachen wie Springen und durch Boden durchfallen lassen und so weiter. Was kostet das im Moment? Ich kann es dir gar nicht sagen, leider. Ich kann es dir gerade wirklich gar nicht sagen.
Vor allem dürfte das von Plattform zu Plattform auch wieder sehr unterschiedlich sein, aber das dürfte nicht allzu teuer sein. Schätze ich mal, so im Indie-Spielbereich normaler Preis. Aber wirklich, wenn man, gerade wenn man die alten Castlevania-Spieler mochte, dann kann man mit dem Spiel nichts verkehrt machen. Am Anfang war zumindest die Switch-Version leider noch ziemlich verbuggt, aber ich habe gehört zumindest, dass da sehr viel gepatcht wurde mittlerweile. Eine Tunika, Verteidigung 2. Passt. Schauen wir uns hier mal noch ein bisschen um. Hier gibt es bestimmt viele nützliche, optionale Startgegenstände, die einem das Spiel dann ein bisschen erleichtern am Anfang. Au. Richtungsscherbe. Ah ja, genau. Jetzt haben wir unsere erste Richtungsscherbe bekommen, die Flammenkanone. Jetzt können wir quasi auch Feuer schießen. Zusätzlich zu dem Ball. Das brauchen wir auch gleich, damit wir die Kanone anzünden. Zufälligerweise Glück gehabt, dass uns der Dämon seine Dämonenscherbe gegeben hat,